Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Inferno Rot. Da bin ich wieder, Matze. Und wir waren hier letztes Mal stehen geblieben auf dem Weg nach Fuchsania City. Bis sich dann herausgestellt hat, dass in diesem Gras hier die Wahrscheinlichkeit für Pokémon-Kämpfe so gewaltig ist, dass ich da nicht durchlaufe. Schutz. Gucken, ob das was bringt. Tatsächlich, bisschen bringt's was. Omod. Uiuiui. Ist aber nicht nett. Aua, das ist erst recht nicht nett. Dankeschön. Gleich mal heilen. Wir holen uns mal die Trainer hier. Kingler und Snobilikat. Nice. Funkensprung und du machst mal Schaufler. Jawohl. Aua. Was soll das sein? Aquavelle. Snobilikat nicht wirklich widerstandsfähig. War auch relativ schnell weg. Gut. Nehmen wir uns gleich die nächste vor, denn Jesse soll noch ein Level erreichen. Dann habe ich es nämlich geschafft. Dann ist erstmal eine kleine Entwicklung angesagt. Was haben wir da? So ein Flora und Sandama. Ja, das ist ganz nett. Aquavelle. Du musst mal. Nochmal fliegen. Dann ist Jesse auch eine Runde aus dem Schussfeld. Passt ganz gut. Sonntag, okay. Ich habe leider keinen wirklichen Sonntag-Nutzer. Jawohl, Smetbo ist auch weg. Ja, und da ist Jesse 45. Und das heißt, wenn Jesse... Jawohl. Das heißt, wir sehen eine Entwicklung, denn Jesse entwickelt sich jetzt. Ist das cool? Und da ist unser wahres neues Teammitglied. Libeldra. Richtig nice, richtig nice. Was haben wir da? Bodendrache. Angriff ist schon mal gut. Mit Schwebe. Damit lässt sich mancher Unfug anfangen. Ja, ich möchte jetzt mal Regi ein bisschen schützen. Ich werde jetzt mal Pikey an den Anfang setzen. Ja. Versucht ihr mal Pikey Schaden zuzufügen. Niedlich. Was soll das auch alle hier? Auch genau die Strecke, die man gehen muss, ist natürlich vollgestellt. Okay, Galoppa. Eieieiei, da müssen wir erstmal drauf. Jawohl. Hypnose. Soweit ist vollkommen unnötig. Ich mach mal Eisenabwehr. Und du machst mal Schwertanz. Was soll das denn? Ja, das hier kann ich jetzt vielleicht gleich mal dazu sagen. Wird eher eine kleine Aufnahmesession. Da ich heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme viel zu tun hatte und ich euch natürlich auch den neuesten Part liefern möchte, euch nicht ohne Part dastehen lassen möchte. Und deswegen muss ich halt noch eine Aufnahme machen hier. Auf Wecker. Bitteschön. Ich komme von da auch dahin. Gut, dann nehmen wir erstmal. Dann nehmen wir die hier mit. Aha, Voltenso. Voltenso hat Statik, das ist gar nicht gut. Nice. Und Neosan 41. Gut.
Yugong, auch nicht Pralle. Okay, Metallklaue. Oh, du machst mal Schwertanz. Staffette. Okay, Yugong Erholung ist gut. Das heißt, Psychokinese und... warte mal. Verfolgung und Schlitzer auf Taubos. Reicht wahrscheinlich nicht, genau, aber... Gut, wenn ihr den auswählt, selber schuld. Dann müsst ihr auch damit leben. Zack, weg. Kein Problem. Temposchub wird aktiv. Schlitzer mal auf Ledian. Übung ist auch weg. So, Landhun oder Regi muss mal keinen Angriff machen, da wird eine Donnerwelle. Und Neosan haut ihn jetzt Ledian um. Sehr gut. Regi 51. Geil. Spezialangriff ist schön hoch. Spezialverteidigung ist gut. Ja, damit lässt sich doch noch was anfangen. Du noch. Auch 4, ja, er hat auch. Oh ja. Fudox und Taubos, okay. Erstmal Doppelteam. Ja, das war gut. Epulente. Funktioniert Stahl eigentlich? Ich probiere das jetzt mal. Ich weiß das gar nicht genau. Stahl auf. Ist aber nicht wirklich wirken, ne? Oh gut, sorry, ich habe nichts gesagt. Da habe ich mich verwechselt. Habe ich jemand verwechselt? Hör mal auf mit deinem bescheuerten... Boah, One-Hit. Oh, Neosan ist so... Boah, Leute, jetzt geht's aber los. Gab's ja nix, schade. Schutz ist noch aktiv. Ah, oh, Gott sei Dank, es zieht sie nicht durch den ganzen Bereich. Ist Schutz noch aktiv? Nein, würde ich nicht sagen. Aktivieren wir das mal schnell und hauen mal eben. Wir können mal. Ja, versuch du mal mit Gift anzugreifen. Bisschen Training können wir gleich mitnehmen. Was? Ach, aber Schutz wirkt noch. Gut. Dass hier Golbats rumfliegen, finde ich ganz gut. Das gibt ein bisschen Training. Zip. Omots müssten auch mit einer Psychokinese weg sein, oder? Jawohl. Ich glaube, mein Palgi kann nicht mehr so oft Psycho zweimal noch. Eieiei. Eben gucken, hier habe ich irgendwo Äther oder so einen Schwachsinn. Ein Äther. Nutzen. Sonst nutze ich die Dinger eh nie. Die werden verkauft. Aber jetzt kann ich sie zum Beispiel für Training ganz gut nutzen. Oh Mann. Palgi ratzt sich wieder ein. Das war wieder. Das ist wieder typisch. So, aufwachen. Jetzt mal bitte draufhauen. Danke. Oh, er steht noch wie Vieh. Jetzt wird er mich einschläfern. Nee. Sehr gut. Tipps für Trainer. Du mich auch. Schutz wirkt nicht mehr. Bleib mal im Sprühen hier. Und durchrennen. Man kann schon sehen, die wilden Pokémon sind auf einem Level von uns hier. Weg. Also Verfolgung wird auch der nächste Move sein, den ich vergessen lasse.
Denn Pikey erhält ihn ganz schön auf der nächsten Stufe. Und bei Funk, Funk soll eigentlich trainiert werden, ne? Oh, ich geguckt, was Forsch ist, das ist egal. Funk tauscht man mit Neo Sun. Darf gleich auch ein bisschen Doppelkampftraining bekommen. Ach man. Komm, triff wenigstens. Ach, typisch. Nö, dann nicht. Puh. Ist nicht wahr, komm hier, Hyperspeed, bla 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 bla. Puh, Leute, wir sind raus, Gott sei Dank. Pikey bleibt vorne, kriegt noch einen Supertrank. Und dann komm du mal her. Ui. 5 Pokémon. Talklaue. Konfusstrahl. Ja, hier war wohl nix. Nicht nach Tara angreifen. Oder Funk 2.0 in diesem Fall. Gut, eins ist weg. Golbert, okay. Stopp, du hast den um und du hast den um. Noctu, okay, okay. Der Furien Sch. Nibitak ist auch weg. Xatu. Xatu. Ja, machen wir den doch zuerst. Ja, dein Wunschtraum erfüllt sich nicht, mein Freund. Weg. Und dann bleibt noch Noctu. Ja, den Attackenpool, den ihr jetzt bei Funk 2.0 seht, den wird er später garantiert nicht mehr drauf haben, keine Angst. Der kriegt deutlich bessere. Seinem Typen angemessen. Oh. Oh, was haben wir denn da? Feines. Potrod und Scharniera. So, Potrod muss erstmal down, bevor der sich hochpowert. Die alte Wall. Scharniera kriegt einen Konfusstrahl ab. Ja, klappt doch ganz gut. Lalala. Lalalala. Das ist natürlich jetzt ein richtig fieser Gegner, Panzeron. Ich habe auch keine Lust zu wechseln. Boah, Schnabel, nice. Probieren wir es mal so. Talklaue und Finte. Juhu, Funk 39. Oh, Spezialverteidigung schön hoch, Verteidigung auch, sehr gut. Wenn Verteidigung, Spezialverteidigung so hoch geht, hoffen, ist Forsch was, was Spezialverteidigung hochpusht? Das wäre cool. Hätte ich nix gegen, dass die Spezialverteidigung hochhaut. Tauboss und Dodri. La 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 la. Solange Tauboss jetzt nicht Wirbelwind einsetzt, ist wohl in Ordnung. Ah. Gut, Libeldra, dann komm. Tauboss will es ja nicht anders. Selber schuld. Garados. Mhm. Der könnte ein Problem werden. Der könnte ein Problem werden.
Sie trifft auch mit allem. Oh, und Jesse kriegt auch einen Schlag ab. So, Delle. Wenigstens puncht sich Gyarados mal selbst. Gut, Gyarados wird weg sein. Sehr schön. Dann ist jetzt noch Dodri da. Den werden Jesse und Funky wohl wegkriegen. Feuer, Odem, Finte. Oh, oh, schöner Schaden und schön paralysiert. Nice, das war's. Dort Finte immer trifft. Perfekt. Lass nochmal eine kleine Heilungssession rausspielen. Der guckt weg, der interessiert sich gar nicht für uns.